Und damit einmal herzlich willkommen zurück zu Mind Over Magic. Ich habe gerade so überlegt, diese beiden, die nerven da ja ziemlich, diese Stinkbomben. ja, und zwar möchte ich die gerne hier irgendwo noch reinkrammen. Ich weiß nicht genau, ob ich das irgendwo hinkriegen kann. Wenn ich mal genau gucke, sieht es ziemlich schlecht aus. Naja, so ist das Leben. Aber dieser Raum ist fertig. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Das heißt, wir möchten gerne in die Abrechnung gehen. In die Abrechnung, genau. Das einmal. Und ich finde das so cool mit diesen Gewächshäusern. Ich liebe das. Ist sehr, sehr gut. Also, in der letzten Folge haben wir dies, das, Ananas gemacht. Wir sind dabei, unsere Studenten glücklich zu haben. Das heißt, Mason möchte super gerne putzen und das soll er doch wohl machen dürfen. Haben wir den schon gesagt? Oh, Mason möchte putzen, okay. Dann heißt, du brauchst nicht mehr putzen. Das heißt, das dauert einen Moment, das ist okay. Du möchtest Mana-Kristalle aufbauen, das ist der Nathan. Wo wäre das denn wohl aufladen? Nathan macht das schon, sehr schön. Quincy möchte einfach nur kämpfen und tanzen. So, ich habe hier diesen Anbau ein bisschen weggemacht, weil ich den ehrlich gesagt ein bisschen hässlich fand. Und diese beiden Pflanzen abbrechen, baue Kopie. Ich baue die einfach mal hier hin. So, und die beiden bitte einmal auflösen und auflösen. Heißt also, wir möchten gerne auch das hier fällen, das hier ernten. Das ist okay, warum sind das vier? Egal. Und die beiden auch gerne ernten. So, die beiden dann also, nein, wir beide nur. Zerstören. So. Eisblume auch bitte ernten. Alles klar. Ich mache auch mal, keine Ahnung, hier ein bisschen die rote Dingens dahin, damit alles auch schnellstmöglich weggeht. Ich möchte nämlich hier meinen wunderschönen Eingang bauen. Also die große Halle. Und ja, wie gesagt, mit einem Zugang finde ich immer noch ein bisschen kacke. Ich weiß einfach nicht, warum das so ist, aber das ist völlig okay. Das heißt, wir machen da einmal abbrechen. Und dann möchte ich gerne, ich fange dann schon mal mit der Konstruktion von dem Boden. Das heißt, wir machen hier. Das funktioniert überhaupt nicht gut, aber das ist okay. Und dann muss ich einmal zählen. Es tut mir leid. Wenn wir von hier, hallo, von hier, wären das 11 hoch. Und wir sind 12 breit. Nein. Ach, das ist ja doof. Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Wir könnten theoretisch... wie mache ich das? Ich überlege gerade, wenn wir das so machen, dass wir hier quasi eine Treppe bauen, also in so... Wir könnten eigentlich tatsächlich mal so eine Treppe bauen, so im Hintergrund. Eine riesige. Wupp. Aber nee, das dürfen wir ja nicht. Weil dann haben wir ja zwei Zugänge. Zählt das als Zugang? Ja, ne? Wenn der, also der Raum hier, ist der privat? Ach, der hat vier Zugänge, okay. Aber ja, die haben alle so viele dann. Luftig hier oben. Habe ich irgendwelche privaten Räume? Dich habe ich, dich habe ich. Okay. Die beiden sind privat, aber das hilft uns nicht. Okay. Das heißt, wir müssten theoretisch das ein bisschen schmaler und hoch machen. Das ist ein bisschen doof. Das will ich so gar nicht. Ich hätte mir das ein bisschen besser überlegen sollen, alles, wa? Was man halt auch machen kann, ist, dass wir das anders machen. Wir machen das hier weg, abreißen. Die hier. Oh nein. So. Und wir bauen einfach nur eine Wand. Ah ja, nicht unterstützt. Ja klar. Fundament. Kann ich das blockiert durch Eisblume? Ist gleich weg. Kann ich hier ein Fundament stinkbare Pflanzkasten? Okay. Kann ich das da drunter bauen? Okay. Das könnte ich theoretisch. Wunderbar. Ach, genau. Währenddessen, wir könnten ja hier schon mal den naturlehrenden Baum reinstellen, damit wir den schon mal haben. Ich möchte den... ich hätte den am liebsten mittig, aber das geht natürlich nicht, weil ich perfekt geplant habe. Dann machen wir es unter dieser Stütze.
eine Kreidetafel. Oh, good look. Und das brauchen wir dann noch, den Terrorium oder 6 und mehr Pflanzkästen. Ah, okay. Wir müssen ja also wirklich Pflanzkästen einbauen. Welche Pflanzkästen möchten wir denn haben? Ich möchte eigentlich Eisblumen und Räucherstock haben. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir da noch ein bisschen haben. Wie mache ich das denn? Ich darf... Okay. Ich habe eine Idee. Wir machen das so. 1, 2, 3, 4. Viermal, was waren das jetzt? Räucherschiff, okay. Und Eisblumen. Kann ich die... Nicht genug Ressourcen. Wir haben nicht genug. Okay, ich würde gerne, weißt du, so läuft das dann. Das heißt, wir müssen hier mal wieder ein bisschen auf die Yacht gehen. Das ist okay. Aber dann ist das hier schon mal unterwegs. Und dann brauchen wir das Terrorium noch. Ich schaue mal kurz, wie weit das wohl wäre. Terrorium. Das Zeug ist belästigend. Wo bist du denn? Zeig dich. Da, okay. Das dauert noch ein Momentchen. 16.000, alles klar. Kesselranke Pflanzkasten, nice. Okay, das dauert also dann noch ein bisschen, bis wir das in einen vernünftigen Raum gemacht haben. Genauso wie das hier. Das braucht ja auch noch ein Aquarium, wenn ich mich nicht ganz vertue. Aber der Ansatz ist gar nicht schlecht. Was ist das denn da? Was machst du? Okay. So, davon haben wir noch ein bisschen. Dancing Queen wurde abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können hier noch... Ja. Alles klar. Das heißt, ich möchte hier meine große Halle bauen. Ich möchte die einfach haben, weil wenn ich jetzt gerade dabei bin... Hallo? Wenn ich da gerade dabei bin, meine Studenten... Würmkrautschote. Eisblume, natürlich. So. Das macht irgendwann wer. Aber wenn ich dabei bin, meine Studenten quasi so ein bisschen schöner zu machen, dass sie halt auch hübsch sind und so weiter, dann ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir uns da mal drum kümmern. So, das darf ich nicht machen. Das ist halt super kacke, ne? Wir dürfen hier nicht eine Dingens machen, einen Eingang. Weil das sonst nicht mehr privat ist. Das heißt also, wir müssten ungültig auf dem Boden. Im Moment ist diese Seite hier ab. Ich mache das mal so, bis ich mir klar bin, wie ich das machen will. Also nicht zugänglich, das ist das. Weil wir halt ja privat sein müssen. Verstehe ich nicht. Aber das ist egal. Worüber ich so nachgedacht habe, ist, wir könnten hier ein Glasdach bauen. Wenn ich das so... Ich würde das am liebsten wirklich einfach so machen. Ja, wie ein ausgetauschter Boden ist nicht das, was ich will. So. Auch wenn das nicht unbedingt logisch ist, aber so hätten wir ein bisschen mehr Glas. Wir haben dann Beleuchtung hier drin, das ist okay. Einzige ist halt, wie kommen wir hier raus? Also wie kommen wir dann wieder da weg? Luftig und privat ist echt eine fiese Anforderung. Aber ich höre auf, da jetzt drüber zu lästern. Das ist okay. Ich würde hier gerne so, weißt du, einen Tunnel und dann hier hoch. Das wäre klasse. Aber wir dürfen ja nicht tunneln. Und das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Was war das? Spektralkohle. Mal wieder vergessen. Haben wir hier auch noch eine? So, ich suche gerade. Was bist du? Stinkbeerensamen. Weil die sitzen dann einfach da so rum und zerstören alles. Naja, ich sehe keine. Wir warten mal darauf, was zerstört wird und dann sehen wir sie. Ist der beste Ansatz. Anders kann man das nicht machen. Es sind so viele Ratten. Komm. Und auch die Krohe bitte einmal. Okay. Yep. Sollen wir dann mal losgehen. Aber hier könnten wir dann unsere Rituale abhandeln. Und ich glaube... Was war das für ein Geräusch?
Glaube, wenn ich mal kurz auf Ritualräume gehe, Versammlungshalle, Auditorium. Braucht 35 oder mehr Luxus und muss geerdet sein. Ach, darf nicht haben privat. Okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. 35 oder mehr Luxus, das kriegen wir dahin. Und... Ah, oh, warte mal. Ich glaube, ich lasse das so. Weil wir könnten dann theoretisch hier eine Wand ziehen. Ja, theoretisch irgendwann. Eine Wand ziehen, eine Treppe. Und mal gucken, was wir hier dann so für einen Plotz noch da bauen. Aber das darf nicht privat werden. Okay, habe ich einfach falsch gelesen. Gut zu wissen. Andersrum, im Prinzip hier oben... Also ich glaube, wir zerstören den Flow nicht besonders, weil wir hatten denselben ja. Warum haben wir eigentlich... Ah ja, ich kann fragen, was haben wir da für einen Filter draufgelegt? Ja, scheiße aus. So, die Tür, warum darf die oder die Tür nicht gebaut werden? Oder darf die gebaut? Die darf bestimmt gebaut werden. Okay. Herkrom ist hier gut dabei. Aber ja, genau. Mason, du warst nicht gestresst gestern. Das ist sehr schön. Du möchtest ein Ritualist werden. Das ist auch sehr schön. Und du möchtest noch dreimal kämpfen. Das heißt, das könnten wir einfach nochmal machen. Quincy war der Kämpfer, genau. Nehmen wir Hector mit dabei. Dann lassen wir Nathan und Mason ein wenig dabei. Hector ist Wasser, finde ich. Finde ich okay, komm, egal. Zack, los geht's. So, da müssen wir nämlich drei Kämpfe von machen, das ist okay. Zauberstäbe werden hergestellt, das ist genauso okay. Die Kiste da unten, die tut noch, das ist auch sehr okay. Okay. Sorry. Ich konnte nicht, ich konnte einfach nicht. I can't even, you know. Guten Tag, meine Freunde. Ich mache eine Sturzübung auf dich. Und dann bist du schon fast tot. Au. Au. Okay, wachsende Stärke. Wachstum natürlich, so. Ich nehme den Kampf nicht besonders ernst, das tut mir leid. Ist aber okay, denke ich. Macht der so viel Schaden, das ist ja krass. Egal, wen wir töten, wir töten. Zack. Und dann machen wir noch die Vergeltung. Vergeltung bin ich klasse. Ich möchte die immer haben. So, Sturzflug, du bist tot. Und was auch immer unsere Johanna machen möchte, darf sie gerne machen. So, Sturzflug. 70 Schaden. Zack. Den einfach mal gewone-hittet. Alles klar, weiter geht's. So, Untergrundkammer gesäubert. Wir haben da wieder irgendeinen Mist rumliegen. Das ist sehr schön. Okay, das mit dem Auditorium gefällt mir eigentlich ganz gut soweit. Was haben wir denn da liegen? Achso, Miniaturfaltbett. Ja, ja. Genau, das gefällt mir so ganz gut. Vor allen Dingen, wenn es nicht privat sein darf. Ich habe es einfach falsch gelesen. Es tut mir leid. Was man halt überlegen kann, ist halt, was wir hiermit noch machen. Mit diesen Gängen. Ich habe so ein bisschen überlegt, mir könnte vielleicht, wenn wir das Ritualsiegel... Ich schiebe das schon mal hier hin. So, in die Mitte. Das feierliche Feuerbecken bewegen wir auch hier hin. Ich weiß gar nicht, ob das in die Mitte, also dazu muss oder nicht. Ich denke nicht. Bewegen wir dahin. Das feierliche Podest. So, die Spuren. Kann ich die auch bewegen? So, wir schmeißen die mal da hinten in die Ecke. Kann ich dich mal so. Einmal das, einmal das. Einmal das und einmal das. So. Weil dann könnte ich nämlich, wenn das alles soweit fertig ist, theoretisch diese Treppe nach unten hin weiterführen. Und ich habe so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen? Ich habe so ein bisschen den Plan, das alles ein bisschen größer zu machen. Ein bisschen, weißt du? Wir haben nämlich hier drüber noch einen Raum und den würde ich vielleicht sogar als Partyraum machen wollen. Wenn wir nämlich unsere Professoren, wir haben übrigens zwischendurch ein neues Bettchen bekommen, fällt mir gerade ein. Ich lasse mich heute aber ablenken, wa? So, Ellie hat noch keins, glaube ich. So, das war Herkrump. Ich mache das mal so, das ist ein bisschen eindeutiger. Hector
Und wir haben hier Johanna. Das heißt, Ellie, also jetzt fehlt nur noch Elisabeth. Hat hier ein vernünftiges Zimmerchen bekommen. Oder? Johanna haben wir da? Ja. Genau. Heißt also, wir können diese Herberge noch nicht komplett abreißen, aber so fast. Da wäre nämlich so mein Plan, dass wir diesen Partyraum quasi nach oben hin verlegen und diese Mensahalle, die muss, glaube ich, luftig sein, ne? Warte mal, ich gehe noch mal kurz. Nicht auf Sonstiges. Oh, Gewächshaus. Kultivieren hält hier zweimal länger an. Okay. Ich wollte doch Erholungsräume? Aufenthaltsraum? Studentenwohnheim, okay. Privat und aufgetürmt. Das hätten wir da. Studentenschlafsaal haben wir sogar schon. Verbindungshaus. Was muss das haben? Das müsste fünf einfache Bänke, zwei Esstische, zwei oder mehr Freizeitraum. Okay. Und aufgetürmt, privat und erhoben. Ah. Keine angrenzenden Räume oder Fundamente darunter. Das machen wir nicht. Schade eigentlich. Aber das kann ich so jetzt gerade nicht abbilden. Das ist ja auch dumm. Naja, egal. Das ist ja eigentlich ganz cool, weil hast du gesehen, was das für einen Buff bringt? Aber ich finde, Studentenwohnheim haben wir da oben schon gebaut. Oder Schlafsaal. Nee, warte mal. Studentenwohnheim haben wir gar nicht. Wir haben da. Wir bräuchten da zwei Essen. Ach, zwei Tische. Und, also minus 5 Luxus. Wir bräuchten da dann auch wahrscheinlich, wie viel Luxus? 15 oder mehr. Naja, das gucken wir uns dann später an. Ich wollte doch eigentlich Esszimmer machen. Mensahalle. Elegantes Esszimmer. Okay, zwei oder mehr und luftig. Das können wir machen. Weil theoretisch könnten wir das so machen. Ah ne, wenn ich das. Naja, Ah, luftig ist immer super schwierig, finde ich. Vor allen Dingen mit meinem Layout hier. Naja, ich sollte mich darum kümmern, dass hier genug Licht ist. Oh, wir brauchen hier super viel Licht. Das können wir aber machen. Beleuchtung. Können auf jeden Fall noch ein paar. Warte mal, wie viele bräuchte ich theoretisch? Wir brauchen 700. Das heißt, ich brauche noch. Also, ich sag mal 800. Das heißt, wir brauchen noch 430, 440. Die hier geben 150. Ja, okay. Hohes rechteckiges Fenster. Das möchte ich eins haben. So in die Mitte. So. Und aufpassen, dass es nicht zu fallisch aussieht. Das müsste eigentlich 200 und 450. Das dürfte ausreichen. Ich mach da noch mal ein bisschen Bio rein, damit wir hier nicht ein gigantisches Dings haben. Weißt du Bescheid? Aber das mit dem Studentenwohnsaal finde ich eigentlich ganz cool. Aber naja. So, privater Speisesaal. Ja. Und halt hier. Das ist halt eigentlich auch ganz cool. Elegantes Esszimmer für Professoren. Aber um ehrlich zu sein, privat luftig aufgetürmt. Ich weiß halt nicht mit diesen aufgetürmt. Das ist immer so ein bisschen doof, weil das darf halt kein Fundament unten drunter haben. Also keine angrenzenden Räume links. Nee. Keine angrenzenden Räume links, rechts oder oben. Nee, was war das nochmal, was ich da gerade hatte, was doof war? Erholungsräume? Aufgetürmt. Nee. Ach, erhoben. Keine angrenzenden Räume oder Fundamente darunter. Na, das finde ich irgendwie komisch. Muss ich gestehen. So. Okay. Man könnte theoretisch das dann hierhin machen oder was auch immer, aber ich weiß nicht. Ich finde dieses Konzept, dass wir halt so einen völlig verschachtelten Turm bauen und alles ist so bescheuert, finde ich halt sehr, sehr cool. Ich finde es aber schade, dass das unterbrochen wird durch dieses Erhoben, dass wir wirklich. Oder geerdet verstehe ich, dass der wunderschöne Versammlungsraum hier unten sein muss, das kann ich verstehen. Abschluss mit Auszeichnung, das ist halt super cool. Aber wir haben da niemanden für. Also kann ich verstehen, dass es unten sein soll, das ist so eine Designentscheidung, aber dass das halt nichts.
darunter haben darf. Also ist irgendwie das gleiche wie geerdet, aber dann erhoben. Und das muss links. Keine Ahnung. Weißt du Bescheid. Was brauchen wir jetzt hier für euch? Schlafzimmer wollte ich nochmal kurz gucken. Naja, das ist. Ah ja, Esszimmer. Mensahalle, ja, luftig, ja. Luftig geerdet schräg. Wir können ein Auditorium bauen, indem wir da einfach mehr Luxus reinballern. Wir haben im Moment 7, wir brauchen 35. Bringen diese. Warte mal. Die bringen 2 Luxus das Stück. Und das bringt alles keinen Luxus. Was bringt dieser Teppich? Auch 2 Luxus. Naja. So, was wir aber als erstes machen können, damit wir schon mal ein bisschen da in diese Richtung gehen, wäre bei. Wo wäre das denn? Möbel, ja? Esstische. Nein. Diese hier. Ein Flurläufer. Oh, Scheiße. Diese dämlichen. Irgendwann werde ich das mal schaffen. Herr Crump. Panik im Schlafzimmer. Mason, kannst du kämpfen? Nein. Habe ich irgendjemanden. Wieso hat eigentlich Herr Crump immer Panik, um ehrlich zu sein? Achso, Heilung von Panik. Ja, okay. So, Ellie. Ja, wir müssen eigentlich Herr Crump holen. Tut mir leid. Jage mit. Und zwar ASAP. Mason hat Tanzmaschine abgeschlossen. Sehr, sehr schön. So. Habe ich ganz vergessen, nach diesen Spektralschlingen Ausschau zu halten. So. Ich sollte auch irgendwo mal gucken, dass ich Räume wirklich einfach nur gleichmäßig mache. So, die beiden sind kaputt. Also leicht beschädigt, naja. Spektralkronen. Das ist halt super doof, diese Viecher. Und ich kann hier keine Spektralklinge bauen, weil ich hier gerade meinen Luxus ein bisschen aufbauen will. Also dekoratives Gewürzregal will ich hier wirklich nicht haben. Naja. So, was haben wir hier? Ein bisschen Innereien. Das ist sehr schön. So. Ich schau mal kurz nach, wie wir das hier machen können. Weil, ich meine, Wendeltreppen sind immer cool. Finde ich zumindest. So. Das kann man gerne soweit machen. Sobald die fertig ist, können wir hier die Wand quasi einreißen. Oder, ich weiß nicht, ob ich die einreißen will. Also die Wand vielleicht schon. Vielleicht können wir hier auch ein bisschen größeren Partyraum dann machen. Warte mal, ich schau mal kurz nach, was wir sonst so an... Oh, bitte. Erholungsräume. Aufenthaltsraum, 2 oder mehr Grammophone, schräg und privat, natürlich. Ich weiß nicht genau, wie wir das hinkriegen können, aber das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Weil, obwohl, ja, du musst luftig sein, ne? Wäre dieser Raum luftig? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich überlege gerade, wenn wir hier quasi so einen schrägen Raum reinmachen. Also, was weiß ich. Ja, können wir nicht. Können wir gar nicht. Ich kann hier keine Wand mehr bauen. Fuck, das ist ja alles schwierig. Wir könnten hier so einen Gewuchs dran setzen. Aber eigentlich wollte ich hier oder vielleicht sogar... obendrauf wollte ich das Dinges machen. Den anderen Raum. Ich bin heute ein bisschen durcheinander, sorry. Also diese Folge auf jeden Fall, weil das ist jetzt so eine Planfolge. Das passiert ja auch schon mal. Hier, Blitzobservatorium. Das wollte ich gerne hier oben hinbauen. Ich weiß, es ist weit weg, wie auch immer, alles gut. Aber so ist das Leben. So, Dungeon Master wird Raum wird bald wieder Sachen hervorbringen, das ist okay. So, Mason. Du musst noch ein bisschen putzen. Nathan muss ein bisschen aufräumen und... Quincy möchte noch einmal kämpfen. Und dann können wir gucken, wie viel Luxus hast du jetzt? 13, wir brauchen 32, okay. Da müssen wir da mal hingehen, dass wir da wirklich auch in die Richtung forschen. 35 brauchen wir sogar.
Um ehrlich zu sein, wir haben ja in die Richtung schon geforscht, oder? Aber so, wir machen ja gerade Schlaf der Gerechten, das ist okay. Erhabene Schreitkunst, finstere Accessoire. Dafür brauchen wir faseriges Textil. Na, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. So, beruhigender Teppich, die machen plus 2. Beruhigender großer Teppich, plus 5. Okay. Eine schockierende Entdeckung, Stab 3 ist auch gut. So, da haben wir soweit gelernt, alles klar. Erhabene Schreibkunst. Ich frage mich ja, wie wir noch mehr Luxus da so reinbekommen. Was ist das denn? Aufgehübscht. Buntglasfenster. Das sieht doch gut aus. Plus 10 Luxus, okay. Ein Glockenturm. Eine Dachdekoration. Okay, dafür brauchen wir dann einfach mal Skulpturstein und Ignium. Und hier brauchen wir Stein und Frostglas. Das heißt, wenn wir sagen, okay, Skulpturstein, Frostglas, Hexengehege, das ist sehr schön. Licht 600. Ja, also braucht Hunenholz. Okay, wir haben auf jeden Fall Möglichkeiten, hier genug Luxus reinzuballern. Das ist völlig okay. Aber ich würde sagen, das bleibt erstmal jetzt auch bei dieser Folge soweit. Bis dahin, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht ganz zu bescheuert, diese Aufnahme. Aber ab und an muss man ja auch mal versuchen rauszufinden, wo man eigentlich hin will. Meine Idee, hier so einen Anbau zu machen für Party, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Einzige ist, das muss ja privat sein. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Ich muss noch mal reinschauen, Entschuldigung. Wir sind gleich soweit. Wir sind gleich vorbei. Aufenthaltsraum. Verbindungshaus. Ne, Verbindungshaus ist für Schlafen, Essen, Erholen. Einfach nur ein Aufenthaltsraum. Muss privat sein, okay. Weil ich hatte so überlegt. Ich hatte mal überdicht. Wenn wir hier einen Raum machen, zum Party machen, ist glaube ich gar nicht schlecht. Dann können wir theoretisch das hier alles... Ah ne, der das muss... Warte mal. Lass mich... Das muss luftig sein. Okay, wir können das nicht alles in einen Raum machen. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Sanatorium, Hospital, Schwesternzimmer. Das ist nichts, was ich haben möchte. Magierturm. Forschungsgeschwindigkeit. Das ist auch geil. So ein Magierturm. Arbeitszimmer. Forschungsrate, Schreibgeschwindigkeit. Bildhauerstudio. Ja, da. Feine Küche. Feine Küche. Zwei oder mehr kleine und große Gewürzregale. Wir haben nur die kleinen bisher. Zwei Vorratsschränke und zwei oder mehr Schornsteine. Und natürlich 40 Luxus. Naja, ich denke, in diese Kleinigkeiten können wir uns dann auch den nächsten Mal ein bisschen mehr reinschauen, was man so alles machen kann. Aber bis dahin finde ich meine Schule eigentlich immer noch ganz schön. Und wir sehen uns im nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Dasein und macht's gut. Ciao.